Hallo zusammen, wir sind heute hier bei Schwalbe in Reishof in der Werkstatt. Ich bin Robert Menn, Produktmanager für MTB-Reifen und wir wollen euch heute mal zeigen, was es für Tipps gibt bei der Demontage als auch bei der Montage. Und um euch das mal nahe zu bringen, habe ich mir Verstärkung geholt, den Holger. Holger, stell dich mal kurz vor. Hi, ich bin der Holger aus dem Außendienst. Seit 26 Jahren betreue ich den Fahrradfachhandel, den Fahrradgroßhandel und die Fahrradhersteller im Südwesten Deutschlands und werde immer wieder auch mit Fragen konfrontiert, dass es Probleme beim Montieren, Demontieren von Reifen, von störrischen Felgen oder störrische Reifen mit versteckten Karkassen gibt. Und da wollen wir euch heute Lösungen zeigen dazu. Genau, fangen wir direkt auch mal mit einer Kombi an. Das erste, was wir euch zeigen wollen, ist die Demontage. Wie Holger schon gerade sagte, es gibt verschiedene Reifenaufbauten. Es gibt welche mit stabileren Seitenwänden, stabileren Karkassen, welche mit leichteren Karkassen aufbauen, die dann geschmeidiger sind. Bei den Felgen gibt es auch Unterschiede hinsichtlich der Abmessungen, sodass es je nach Reifen-Felgenkombination mal leichter, mal schwerer ist. Mal ist es einfacher, den Tubeless zu montieren, mal ist es schwerer. Und da wollen wir euch heute einfach ein paar Tipps zeigen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Damals habe ich ja immer gedacht, ne, einen Reifen wird man irgendwie mit der Zange oder mit der Säge runtersägen. Aber dem ist natürlich nicht so. Dafür haben wir ja den Seitenschneider da für den Notfall. Für den Notfall aber auch nur, ne? Genau. Aber der ist bei uns tatsächlich noch nicht zur Anwendung gekommen. Nein. Also wir haben jeden Reifen bisher noch runterbekommen. Er muss ja auch erstmal drauf, ne? Von daher. Hier haben wir eine relativ kritische Kombination. Einen Downhill-Reifen, eine Magic Mary, eine Downhill-Karkasse, die natürlich sehr, sehr stabil, sehr steif ist und gleichzeitig eine sehr flache, breite Tubeless-Felge. Und die auch ein sehr kleines oder flaches Tiefbett hat. Und da gibt es immer wieder Schwierigkeiten beim Demontieren vom Reifen und natürlich auch bei der Montage vom Reifen. Jetzt simulieren wir einfach einen Blattfuß. Und normalerweise drückt man ja mit beiden Daumen den Reifenwulst in die Felgenmitte, also in das Tiefbett rein. Und das ist hier, ich drücke hier unheimlich fest, keine Chance, den Reifen über das Felgenbett zu bekommen ins Tiefbett rein. Und da gibt es jetzt Tricks. Einmal haben wir die Möglichkeit, in der Werkstatt nimmt man eine Tischkante, im Freien eine Bordsteinkante, legt irgendwie ein Stück ein Tuch drunter, Trikot, ein Tempotaschentuch, einfach um die Felge zu schützen, lässt die Luft ab, oder sie ist ja dann schon draußen, wenn ich einen Blattfuß habe, Ende mit der Felgenkante an der Tischkante oder am Bordsteinkante und nimm meinen ganzen Körper zum Einsatz und drücke mit dem Handballen ruckartig nach unten. Das hat man schon gehört, der Reifenwulst rutscht ins Tiefbett. Und das mache ich dann über den gesamten Felgenumfang. Und stelle damit sicher, dass halt der Reifenwulst im Tiefbett sitzt und ich somit nachher den Spielraum habe, um den Reifen über die Felgenflanke zu bewegen. Genau. So. Vielleicht an der Stelle noch als Hinweis. Normalerweise natürlich bei einem Tubeless-Setup haben wir ein Sealant da drin, eine Dichtmilch da drin. Haben wir in dem Fall jetzt zu Veranschaulichungszwecken weggelassen, einfach um uns die Milch zu sparen, weil wir wollten keine frische Milch einfüllen und die nachher ungenutzt wegkippen. Mhm. Ist natürlich dann ein bisschen mehr Sauerei in der Praxis. Wenn man drauf aufpasst, sollte es aber eigentlich relativ handhabbar sein. Jetzt nehme ich den Reifenheber und hänge ihm das Speichen ein. Jetzt passt es immer besser. Genau. Und jetzt können wir hier so rein. Und jetzt ziehen wir den Reifen komplett ab. Genau. Wie man auch sieht, wir benutzen unsere Schwalbe-Reifenheber, keine Metallreifenheber oder Schraubendreher oder sowas, nichts Metallisches, weil damit beschädige ich im Zweifel halt die Felge oder den Reifenwulst. Jetzt habe ich den zweiten Reifenwulst auch ins Tiefbett reingezogen und dann ist es eigentlich in den meisten Fällen relativ einfach, den Rest des Reifens runterzuziehen. So, und jetzt habe ich den Rest des Reifens auch unten. Und jetzt kann ich nach dem Defekt schauen oder im Notfall einen Schlauch einziehen. Bei Tubeless ist es unterwegs sicherlich sinnvoll, eher einen Schlauch einzuziehen, als einen Fehler zu suchen. Noch ein Tipp für unterwegs, wenn man mal einen Defekt hat und muss den Reifen runterziehen und hat jetzt gerade keine Bordsteinkante, keinen Tisch parat, dann gibt es noch einen weiteren Trick. Holger, wirst du ihm mal kurz zeigen, ja, was gerne. Du meinst?
Am besten irgendwas unter den Boden legen, dass kein Dreck in das Achsloch kommt. In der Natur, dann lege ich das Laufrad auf den Boden, knie mich drauf und gehe mit den Handballen ruckartig drin und dann reißt es den Reifen auch in die Felgenmitte, ins Tiefbett. Und dann kriege ich den Reifen auch demontiert. Genau, sobald das einmal ist. Also, das ist ganz wichtig, mit dem ganzen Körper ruckartig, mit den Handballen praktisch richtig den Reifen von der Felgenschulter runterreißen und dann rutscht er auch ins Tiefbett und dann komme ich wieder mit dem Reifenheber rein. Also, fassen wir nochmal zusammen. Punkt 1, den Reifen mit ordentlich Kraft, nicht mit den Daumen, sondern am besten mit der großen Handfläche an der Kante runterdrücken, damit ich initial den Reifenwulst in das Tiefbett drücke. Sicherstellen, dass der ganze Reifen im Tiefbett ist und dann kann ich anfangen mit dem Reifenheber, am besten in der Nähe des Ventils anfangen, den Reifen über das Felgenhorn zu hebeln. Und damit sollte es dann eigentlich relativ gut gelingen. Genau.